Und damit herzlich willkommen zurück zum ETS 2 Multiplayer beim Losfahren mit dem Randy. Hallo, und Michel, Doch einfach Dino, hast du letztes auch schon gemacht. Michel, Bischel, Gischel, Dino, Mikkel. Nee, Mikkel war wieder jemand anders. Ach mein Gott, mit Kleck. Wo willst du hin? Rechts runter muss ich. Ich muss geradeaus. Ich muss rechts runter. Fahr geradeaus. Boah, nicht so langsam. Du willst jetzt Landstraße fahren? Dein Ernst? Hm. Wie viele Kilometer hast du noch? 690. Ja, ich hab 508. Ach, schieß mich durch. Ich wünsche mir, dass ich jetzt hingeleitet hätte. Das ist mein Mannheim. Das ist. Wenn er uns da jetzt hingeschickt? Ja, der hätte uns jetzt mit der Landstraße runtergeschickt. Nach. Hm. Den Ohrstück rüber, da warst du den ganzen Weg Landstraße dann gefahren. Bis auf die nächste Autobahn. Das geht zicke-zacke da. Ja. Mhm. Den Mist machen wir nicht. Jetzt hat er es aber schon wieder akzeptiert. Ist Nice Brakes, danke. Mhm. Ich weiß, dass ich bremsen kann. Das ist schöne Bremsen, hat er gesagt. Mhm. Ich glaube, da wollte ich anmachen. Mhm. Das kann mein Brummi. Das kann mein Brummi ab. Hab ich eigentlich Weihnachtsbaum dran? Ne. Ne. Gehen die Lichter jetzt gar nicht, oder? Ne. Ja. Über was haben wir denn noch nicht erzählt? Es ist ja jetzt nur Neujahr. Nicht mehr? Ja, doch, wir haben jetzt Neujahr. Mhm. Das wird ja nur immer im Jahr gefeiert. Sonntag. Mhm. Ja. Sonntag. Für die meisten geht morgen wieder der Arbeiterei los. Oder die Schule, glaube ich, auch, oder? Ja, ich glaube, die Schule geht am 4. auch wieder los. Ja, für dich geht ja der Arbeit auch wieder los, oder? Naja, müssen sie erst mal gucken. Wenn das mit Dings weitergeht, wahrscheinlich bin ich da noch eine Woche daheim. Noch eine Woche? Warte, hast du immer noch Resturlaub, oder? Na, das müsste dann fast alles vergolten sein, wenn ich die Woche danach zu Hause bleibe. Mhm. Ja, ich war dann schon wieder 3 Wochen, glaube ich, zu Hause. Bist du so lange daheim? Ich weiß doch nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel Resturlaube du aus den letzten Jahrzehnten noch mit dir schleppst. Nee, nichts. Das wird immer nach und nach aufgebraucht. Mhm. Das ist immer nur Resturlaub vom letzten Jahr dann. Mhm. So. Aber über was könnte man denn im neuen Jahr berichten? Du weißt ja selber noch nicht, was du dir vorgenommen hast. Gute Bude hast du schon gestrichen. Ich hab doch gestern gesagt, was ich mir vorgenommen hab. Vorgestern. Ja. Ja, was du, also was sein sollte oder so, das ist ja aber was mit vornehmen, was jetzt nicht dich persönlich an sich so, verstehst du, was ich sagen will? Ach so, was ich mir persönlich vornehme. Ja, weil das andere kannst du ja nicht selber beeinflussen. Ja, das stimmt auch wieder. Was nehme ich mir persönlich selber? Also ich möchte meinen Lifestyle als Secondhand-Veganer natürlich weiterleben. Ja, das ist so richtig. Ja, das ist ganz klar. Möchte ich nochmal... Das möchte ich. Laufen, es geht Schnee draußen nicht, da kannst du die Wiese wenigstens noch reinholen. Richtig. Hm. Ja, und ansonsten, jetzt bei mir persönlich. Willst du eine Weltreise machen? Komm mal rein, wer es mir finanziert, ne? Das ist so. Ungereist so. Halt, ne? Ungereist. Oder nicht gereist. Ungereist. Heute nicht gereist. Heute ohne Reis. Okay. Ungereist. Keine Ahnung. Wie sollte man das da eigentlich so nennen? Was? Naja, die Waldreise müsste dann ja auch irgendwie essen. Wenn du jetzt irgendwas mit Ost nimmst. Das geht ja schlecht, oder? Hast du ja East News, East Log und East Reise? East Reise. Nee, die East Travel. Klaus ist einfach hier aus dem Spiel, Going to East. Ja. ihr seid in Mexiko? Ja gut, das ist andere Osten halt. Halt immer aus drum geflogen. Wir fliegen immer Richtung Osten. Ja. Irgendwann kommen wir schon im Westen an. Also letzten Endes reist an der Zeit zurück. Was soll man aus? Ist nur zu langsam. Sonst könntest du dann wirklich sagen, oh, hier. Ja, aber sonst, ja gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich. Nee. Ich,
So wie ich es jetzt momentan handhabe mit mir, das gefällt mir. Das ist schön. Das ist so, wie du dich behandelst, dass dir das gefällt. Ich glaube, sonst hättest du selber zu dir auch schon was gesagt, oder? Das ist eine Aussage. Was soll denn, das war denn daran jetzt verkehrt? Nee, es passt schon. Also quasi du möchtest deine Ernährung und alles, was zu deinem Lebensstil dazugehört, so beibehalten. Man könnte ja auch einfach sagen, ja. Also er möchte doch was ändern, aber nee. Möchte euch nicht verraten. Nee, aber ist doch ein Ja. Ja, ist so ein Ja, ich weiß nicht. Nee, da würde ich ja sagen, weißt du nicht. Ist eine gute Abkürzung für ich weiß nicht, aber für Ja brauchst du keine Abkürzung. J. Kommt noch einer angereist. Jay. Alles klar bei dir, Jay. J? Okay. Wie J, hä? Na Jay. Jay Abkürzung wäre ja. Ich kenne Agent J. Das kommt aus dem Fernsehen, aber na gut. Ja, dann können wir ja auch dann quasi das erste neue, also Thema im neuen Jahr quasi anschneiden. Also jetzt willst überhaupt du denn was persönlich an dir ändern? Ach, da gibt's so viel, aber ja, ich muss den Arzt erst dafür finden. Yeah. Nö, mir ist das eigentlich alles egal. Ich lebe so in den Tag hinein. Was kommt, kommt. Nehme ich vielleicht auch mit, außer es sind irgendwelche Krankheiten. Und ja. Ansonsten nö. Ist so nicht. Siehst du. Das gleiche denke ich halt auch. Ich kann vielleicht mehr Wiener essen. Ich mag Wiener. Das ist schön, wenn du Wiener magst. Und ja, aber so, vielleicht das erste Thema im neuen Jahr, weil bis jetzt haben wir ja nur darüber geredet, was wir uns vorgenommen haben. Wird man ja vielleicht. Dann macht der Admin hier Werbung für seinen Twitch. Unverschämt. Ach so? Ja, der hat vielleicht ein gewisses Ziel. Heute 5 Follower. Weißt du doch nicht, habe ich gesehen letztens. Ein Dota-Spieler aus Leipzig hat Dota hat ja jetzt mittlerweile den Chat eingeführt, dass du den Chat auch in-game hast, dass du nicht über den Steam-Chat gehen musst. Bist du innen drin und dann kannst du ja deinen Raum raussuchen. Leipzig, Chemnitz, Dresden, Frankfurt, schieß mich dort, da wo du halt in der Nähe bist. Da sucht immer schon den ersten circa in deiner Nähe raus. Ist aber oft falsch, weil das danach geht, wie du deine Steam-Einstellungen gemacht hast. Und wenn du deine Steam-Einstellungen über Frankfurt hast oder über Amsterdam, kommst du zuerst in den Kanal. So, nö, du warst Leipzig, da hat auch einer mit Twitch gemacht, zack, eingeschalten, 4 Zuschauer. Na, und stand da, heutiges Ziel, 5 Follower. Ja, und die haben da halt so ein bisschen auf so einer komischen Wüstenkarte haben die da gespielt. Boah, war jetzt aber nicht so interessant, muss ich sagen. Naja, also es ist jetzt einfach nur so dahingespielt, ein bisschen gequatscht mit ihm. Aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, dabei könnte man jetzt was lernen. Huch, sagt er. Ja, Licht, man anbehalten. Wir sind in der Schweiz. Das wird teuer. Und ja, aber ist ja vielleicht so ein erstes, ernstes Thema vielleicht für dieses Jahr. Hast du da irgendwas? Ein ernstes Thema? Ja, es ist ja jetzt nun, ne? Es geht ja jetzt der Ernst des Lebens wieder los, wenn wir dann morgen Montag haben. Wie hast du die restlichen Tage verbracht? Halb ernst? Nee, es geht ja nur jetzt wieder los. Für die Kinder, also für die Schulgänger oder. Ach, für du Heimatland, ja. Na, so, was ist denn jetzt auch du Heimatland? Naja. So, ja, für die Schulgänger, für die Schulanfänger. Nee, Schulanfänger kommen erst im Sommer wieder dran. Aber ja, es geht halt alles wieder normal los. Arbeit geht wieder normal los, Schule geht wieder normal los. Und es ist halt alles beim Alten, beziehungsweise es beginnt von vorne, wie ich immer so schön sage. Ja, es beginnt von vorn. Es beginnt erneut. Das Jahr geht wieder von vorne los. Nee, nicht das Jahr. Ein neues Jahr geht von vorne los. Ja. 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 Und ja, haben sie da irgendwas? Nee, da haben sie nichts. Jetzt als Thema anschneiden. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, jedenfalls nicht, was im ernsten Kontext zusammengebracht sein sollte.
Ich meine, ich könnte nur mahnen, wenn ihr jetzt sagt, alles klar, ich lasse es erstmal ruhig angehen, ihr macht eh mal die Ohren zu und wieder auf und dann sind schon wieder die Jahresendzeugnisse da und dann habt ihr eine 6. Aber, ne, ansonsten. In eine Affäre mit dem Lehrer eingehen. Gut, das endet nur schlecht für den Lehrer. Ja, und er kann auch für dich schlecht enden. Am Ende kriegst du vielleicht gar keine besseren Noten und er hat einen schönen Film von dir. Das ist dann auch nicht so toll. Das stimmt. Und dann findet man dich auf diversen Seiten. Wenn es noch eine Frau ist, dann ist es heiß. Dann ist es heiß? Dann ist es heiß. Ja. Die letzte, diese Sexual-, diese Schüler-Lehrer-Beziehung, das ging ja 2015, das war ja massiv. Also das war ja größtenteils alles nur Staaten. Da wurde ja immer mehr aufgedeckt, es waren alles Frauen. Mathe-Lehrerin, Physik-Lehrerin, Deutsch-Lehrerin, ja, die da mit ihren Schülern da. Langsam, die wollen dann nochmal wissen. Es waren ja, nö, es waren alles Jungsche. Also alles neue Lehrer, so auf Deutsch übersetzt. Ja, aber die waren dann nicht erst 18. Nee, aber halt sowas Ende 20. Ja, die wollen halt nochmal wissen, wie es dann läuft. Vielleicht sind so solche sogenannten Karrierefrauen die ganze Zeit nur mit Studium und so und hatten halt dann nicht das, was dann halt bei den Frauen, ne, ja, die biologische Uhr und so, die wollen vielleicht eigentlich nur Spaß, aber die biologische Uhr sagt eigentlich was anderes. Dann hatten die vielleicht bis dahin keinen Freund, weil sie sich halt voll auf die Karriere konzentriert haben und die Tato. Dann denken die halt, die müssten das ganz schnell wieder aufholen. Irgendwie. Hm. Nächste müssen wir jetzt runter laut meinem Navi. Ich muss gerade aus. Ah ja, weil ich habe Milano. Ja, trennen wir uns jetzt da? Damit wir das noch schaffen bis zum Ende der Folge. Wie viel Kilometer? 424. Schauen okay, 272. Dann hau ich mich mal hier ab. Tschüss! Wenn du das. Wenn du es übers Herz kriegst. Ach, nicht klar. Es ist. Also, ja. Na, aber das ist ja Wahnsinn, alles nur Frauen gewesen. Bei denen ist es aus Zufall rausgekommen, weil er den Schulhof da mitgeprotzt hat. Der andere, der hat beim Pop mit der Lehrerin halt einfach mal selber gefilmt, hat ein Selfie gemacht. Die waren zwar danach die Kings im Klassenraum, ohne Frage, aber. Tja, für die Lehrer endet das halt nicht gut. Ja. Und vor allen Dingen, warum verraten die das? Das ist ja nur dann Scheiße für die, die sich das vielleicht mal vorgenommen haben. Ja, dass das dann auch rauskommt. Einfach die Gusche halten und dann kannst du. Man sagt ja so, der Genießer schweigt. Mhm. Du hättest ja vielleicht öfters mal den Spaß gehabt. Du hattest ihn einmal und sagst so, haha, toll. Jetzt bin ich zwar der King, aber jetzt habe ich trotzdem diesmal von hinten rum. Tja. Naja, viele Dinge sind nur einfach dann aus Zufall rausgekommen. Weil, ist schon blöd, wenn die Mutter dann bei ihrem Kind sieht, da ist ein übelster Bissfleck da und trifft sich dann irgendwie die Lehrerin, gibt private Nachhilfe. Das ist dann, naja. Ja, die haben das schon so gemacht haben, dass wenn dann der zu der gegangen ist, die eine eigene Bude hat, die waren schon nicht direkt zu Hause. Ja, ja, wo ist denn der Tobias? Nicht da in seinem Kinderzimmer. So wird das nicht gelaufen sein. Das ist dann natürlich schon so. Ja, ist klar. Aber gut, so bist du geboren, die kannst du sonst woher haben. Ja, das ist. Von einem Affen. Ja. Genau. Vom Jagen draußen, der Hirsch. Mhm. Du weißt doch nicht, wo sowas. Heutzutage wirst du an jeder Ecke gebissen, wenn du nicht aufpasst. Ja. Vor allem bei der Amis. Bei uns jetzt nicht so. Also jetzt von Menschen. Mhm. Mindestens. Aber ach, Bisch. Ja, gut, aber letzten Endes war das ja trotz alledem jetzt kein ernstes Thema. Es ist ja auch ein Thema, wo es letzten Endes um Spaß geht. Ja, es kommt erst der Spaß und dann der Ernst. Ja. Hm? Na gut, nee, für die Schüler war es ja aber schon, das war Ernst, Spaß, Ernst. Mhm. War ja so gesehen, ne? Erstmal ernste Lehrerin. Die wollte mir was beibringen. So eine Frechheit. Und dann kam der Spaß und danach kam halt das. Ich frage mich, wie das für die Schüler endet dann am Ende. Gar nicht. Ja, die Eltern werden doch nicht sagen, Junge, hast du gut gemacht. Die Lehrerin hat den verführt, dann ist das Kind das Arme und das Opfer. Die kriegen kleiner Schmerzensgeld und irgendwas und fertig. So ist es in Staaten. Bescheuert. Als ob der Kerl das da nicht selber wisse, die sind doch da vogelwild drauf. Ja, gut. Das ist doch. Kann nicht jeder sagen, ich habe die Lehrerin geknallt, das ist richtig. Also es wird in Deutschland. Es gibt in Deutschland sicherlich auch solche Fälle, aber
Bei weit nicht so an der Zahl. Wenn ich mir meine Lehrer von damals so angucke, alter Schwede, bis auf die eine Lehrerin, die man da achten hatte, das konntest du dann alles schon ins Gefrierfach stellen. Ja. Das war ja so Anfang 50, Ende 50, ich glaube, da willst du nicht ran. Nee. Aber bei gut, die es vielleicht in Deutschland gibt, die schweigen und genießen dann vielleicht auch wirklich. Weil was willst du da dann auch machen? Klar, da könnte das dann auch seinen Eltern sagen und ist halt so, ich sag mal, das ist vielleicht bei uns auch gar nicht so schlimm. Andersrum wäre es jetzt schlimmer. Wisst ihr, wenn der Lehrer jetzt männlich wäre und eine Schülerin. Ja gut, klar, da ist er mal weg. Da ist ja dann, da ist ja Ausnahmezustand und ja, da muss man erstmal, ja, da muss man erstmal eine Intervention machen für den Lehrer. Aber wir sind erstmal fertig mit dem Part, meine Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.